Hey Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Super Luigi Maker 2 Online. In den letzten Parts war ich ja nur mit Mario am Start. Eben gerade vor der Aufnahme habe ich mir gedacht, ey Mann, da sind doch auch noch andere Charaktere, was ist denn los bei dir? Jo, Luigi ist da, Toad ist da, Toadette ist da. Du solltest auch mal mit diesen Charakteren ein bisschen spielen. Nicht nur, weil ich Bock drauf habe, sondern weil das Video vielleicht auch dadurch anschaulicher sein werden kann. Ja, wegen so einer Abwechslung. Ich finde sie ziemlich nett. Oh, hier sind ja die Kinder von Bowser. Okay, alles klar. Wollen die Beef oder was? Wir kommen her, Mann. Oh, nö, pass auf. Ich habe es mir anders überlegt. Warte mal. Wenn du jetzt hier bist, wer kommt denn als nächstes? Ah, mit Luigi zu spielen macht auch voll Spaß. Fühlt sich aber dennoch so an, wie als ob man mit Mario spielen würde. Yeah, Spin, Spin. Oh, was geht, Lemmy? Okay. Pass auf. Ducken, springen. Ah, komm, spring du doch auch. Kannst du nicht, ne? Ist hier was Verstecktes? Oder hier? Oder da? Nee. Oh, sorry. Oh. Ist das nicht Wendy? Mit Wendy möchte ich mich nicht anlegen. Ich check mal hier die Blöcke ab, oder? Nee, ist hallo, Kanscha. Jetzt hast du einen blöden Fehler gemacht. Oh, wie putzig. Hier ist ein Pilz angeflogen gekommen. Oh, Ludwig. Mist. Er kann mich jetzt treffen. Aha, dock dich. Boah, Junge, der ist C. Ich habe aber irgendwie voll Bock, gerade gegen ihn zu kämpfen. Ich mag seine Haare. Komm doch. Oh, oh. Ja, Mist, jetzt habe ich... Jetzt habe ich Mist gebaut. Ja, ich wollte mich ja unbedingt mit Ludwig anlegen. Boah, gut, dass da nichts versteckt ist, war sonst... könnte ich vielleicht das Level nicht verlassen. Beziehungsweise ich müsste den Kurs einmal verlassen und neu starten. Junge, ich habe einen Stern. Ich mach sie alle fix und fertig. Noch ein Stern. Hä? Irgendwie fühlt sich das so an, als ob ich schon mal hier war. Oh, den Stern habe ich verpasst. Och, schade. Und wieso habe ich die Münzen nicht mitgenommen? Kann man zurück, ja. Die Münzen nehme ich wenigstens mit. Oder bringt das noch was? Nee, oder? Nee, dafür gibt es keinen Versuch. Naja, was soll's, ich hab's versucht. Und so wie es aussieht, haben wir auch schon das Ziel erreicht. Okay, das Level war lustig. Gut zum Aufwärmen. Ja, sehr schön. Den One-Up nehme ich mit. Vielleicht hätte ich eben gerade noch einen Versuch klar machen können. Ja, in der Sternform die Koopalinge noch erwischen. Aber ist okay. Kinderspiel? Ach, das war ein... Achso, nee. Das war ein Levelersteller aus Japan. Aber Fabimik, jemand aus Deutschland, hat sich das Level gegönnt. Okay, alles klar. War lustig. Dann machen wir direkt weiter mit dem nächsten Level. Da wird zwar Mario angezeigt, aber in Wirklichkeit ist das Luigi. Springy Snowball. Erreiche das Ziel als Super Luigi. Nicht als Super Mario, ey, wir haben hier Luigi am Start. Aber ich habe voll Bock mit Toadette zu spielen. Ich finde, sie sieht so cool aus. Einfach nur pink, ey. Okay, alles klar. Hm, auf der Switch sieht das auch cool aus. Als Super Mario? Ja, wo ist... Kann man hier auf diese Gegner spinnen? Ja, ich habe das schon verstanden. Hier ist ja eine Tür. Aha, okay. Hä? Oh ne, ich glaube, ich hätte den Ball nicht kaputt machen sollen, oder? Ich hätte, glaube ich, den Ball nicht kaputt machen sollen. Weil jetzt komme ich da oben nicht mal an. Hä, wie geht... Sag mal, willst du mich reinlegen oder was? Oh, warte mal, ich kann ja vielleicht rausgehen und vielleicht ist der Ball wieder da. Also der Gegner ist mindestens da. Wobei, ich kann doch das Trampolin nicht mitnehmen. Kanscha, denk mal ein bisschen... nach. Och nö, ne? Muss ich jetzt wirklich den machen? Och, schade, aber der Schneeball geht doch kaputt. Hä, wie... Sag mal, was mache ich denn jetzt hier? Leute, ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Hä? Ich verstehe das nicht. Hä? Hä, ich... Warte mal. Wenn ich jetzt... mit dem Schneeball hier wieder reingehe, gibt es da noch einen Schneeball?
Oder muss ich hier einfach drin bleiben? Gehe ich K.O.? Nee, ne? Oder? Ich habe absolut keine Ahnung. Was soll ich denn mit diesem Schneeball machen? Oder muss der Schneeball auf dem Trampolin landen? Weil da oben etwas sein könnte? Naja. Probier das nochmal aus. Aus diesem Level werde ich gerade überhaupt nicht schlau. Och, doch mal. Nur dieses Stückchen. Nochmal. Naja, irgendwie muss man ja das wiederholen. Wie soll man das denn sonst hinkriegen? Nee, das wird nichts. Oh, okay, der Schneeball ist noch am Start. Oh, Junge, sag mal, bist du verrückt oder so? Ich check das einfach nicht. Oh nee, ey, ich glaube, das würde auch nichts bringen, oder? Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Wozu ist dieser Schneeball da? Ich meine, ich kann zwar auf ihn raufspringen, aber ich komme da oben trotzdem nicht an. Mist. Nochmal. Ah, er packt sich den Ball gleich. Hä? Warum ist da ein Trampolin? Ich flipp gleich richtig aus. Ich flippidi, flippidi, flippidi aus. Oh, rüber. Sag mal. Okay, Leute, tut mir echt leid. Also, ich möchte hier ungern skippen. Sehr, sehr ungern. Den einen Block kriege ich ja noch irgendwie berührt. Aber was mache ich mit dem anderen Block? Dieses Trampolin... Nee, Mann, ich krieg den Schneeball einfach nicht rübergeworfen. Der bleibt da immer oben an der Kante so komisch stehen, ey. Wartet mal, vielleicht geht das doch. Okay. Und jetzt? Ey, ich... Keine Ahnung, liebe Leute. Ich komme mit Luigi da oben auch nicht an. Nee, ich habe echt keine Ahnung. Ah, schade, Mann. Wirklich schade. Weil irgendwie gefällt mir das Level, weil das so rätselhaft ist, aber... Ich habe einfach keine Ahnung. Den einen gelben Block kriege ich ja irgendwie bewegt, aber was mache ich mit dem anderen gelben Block? Einfach nur den Pilz nehmen und dann zurück, ne? Einfach nur den Zielpfad berühren und das war's. Okay, ich hoffe, dass wir dieses Level zu Ende bringen können. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sag mir nicht, dass das so ein Level ist, was, ja, ein bisschen cringe und strange aufgebaut wurde. So, dass man denkt, ich komme hier echt nicht mehr voran. Gar kein Hinweis. Wo gibt es Hinweise? Ich habe kein Problem damit, wenn die Level extrem schwierig sind. Das Wichtigste ist nur, dass man vielleicht, wenn man etwas Eigenständiges, ja, in das Level eingebaut hat, dass man vielleicht einen kleinen Hinweis darauf gibt, weil... Das sind ja jetzt keine regulären Nintendo-Leveln, mit denen wir es zu tun haben. Wenn es um Nintendo-Leveln geht, so hat man hin und wieder mal so eine kleine Vorstellung, worum es gehen könnte. Aber wenn Leute wie du oder ich Leveln erstellen, dann kann es vorkommen, dass hin und wieder mal von uns aus noch ja, eigenständige Ideen mit einfließen, was nicht sofort jeder nachvollziehen kann. Hinweise sind gut, Junge. Hey, pass mal auf! Ah, oh, jetzt nur noch du. Voll heftig. Das ist so ein Level, in dem man tatsächlich warten muss. So, schnell weg mit dir. Oh nein, ich glaube, ich spinne. Wofür habe ich denn jetzt gewartet? Ich habe doch so lange gewartet. Um auf die andere Seite zu kommen. Fatal, fatal, fatal. In der Superform zu sein wäre auch ziemlich nice. Aber das bin ich jetzt nicht. Man hier die Röhren benutzen? Will ich mir so nicht ausprobieren. Schwimmen hier einfach mal durch. Oh, ach, schade. Okay. Mann, das ist echt nervig mit diesem Wirbelkollegen. Da muss ich mir jetzt, da muss ich mir etwas ausdenken. Oder ist hier vielleicht was Verstecktes? Das wäre so chillig. Ja, dann wäre das nicht so schlimm, wenn diese stacheligen Elemente einen berühren.
Na egal. Okay. Knappe 300 Sekunden. Hey, bist du wahnsinnig? Ich dachte, ich lass mich jetzt von diesem Wasser-Poki treffen. Seegurke. Wow. Okay. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ey, das ist doch bitter, Mann. Ui, das ist doch richtig bitter. Oder vielleicht sollte ich nicht direkt oben sein, wobei. Oh, jetzt kommt Cheep Cheep. Richtig nervig. Und sag mal, warum? Ach, ich habe keinen Nerv gerade dafür. Das ist voll eklig, ey. Wegen solchen Kleinigkeiten komme ich die ganze Zeit nicht voran. Und wir haben jetzt schon 10 Minuten erreicht. Allzu viel habe ich jetzt nicht geliefert in diesem Part. Das regt mich auch mega auf. Besiege alle Robo-Koopas, 2 davon. Ich hätte vielleicht nicht skippen sollen. Dann muss ich wohl hochspringen. Boah. Boah, Junge. Okay, einfach war das nicht, aber machbar ist das schon. Gehen wir hier rein? Geht nicht. Hab ich fast treffen lassen. Kann man hier rein? Ne, hier vielleicht. Ah, okay, hier kann man rein. Weh, das ist eine trollige Angelegenheit. Boah, die Sonne. Nervig. Nervig, nervig. Ja, komm runter, nerv nicht. Tu mal nicht so. Wie sie glänzt, ne? Voll schön. Boah, diese Strahlungen. Diese Kugeln haben mich gerade voll genervt. Mega Man, boom, boom. Du weißt, was zu tun ist. Ich wollte aufpassen sagen. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu schnell. Eieiei. In Super Mario Maker 2 habe ich des Öfteren so Höhen und Tiefen. Mist, ich bin da oben nicht angekommen. Das ist auch nicht einfach. Ich weiß nicht, wie ich das vorhin hingekriegt habe. Boah. Aufpassen. Ah, okay, alles klar. Irgendwie das Gefühl, dass mein Controller demnächst kaputt gehen wird. Nein. Boah. Okay, ich hoffe, dass das Rohr auch das Richtige ist. Da war noch ein Rohr, was ich noch nicht abgecheckt habe. Das meinst du nicht ernst, oder? Das meinst du jetzt nicht ernst? Doch, das meine ich ernst. Aber sowas von. Spin. Bin mal hier rein. Ich will nur versuchen, ob man hier reingehen kann. Nee, das ist das richtige Rohr. Alles klar. Gut. Hä? Ich habe mich schon wieder verbrennen lassen. Wie bin ich denn eben rübergekommen? No Land. Da fehlt jetzt nur noch das D. Dann könnte man tatsächlich an einen One Piece Charakter denken. Und ich habe mich gerade von dieser blauen Kugel treffen lassen. Ja, und jetzt gehen die Versuche auf ganz blöd flöten, ey. Ey, ich hau mich gleich. Wann willst du mich reinlegen? Komm doch raus aus dem Käfig. Gegen die Zeit, Bosskampf. Ja, sehe ich gerade. Alles nur Feiglinge hier, ey. Mist, Mann. Luigi. Oh, das nervt doch. Bum-Bum juckt sowas von nicht. Nein. Ui, pass auf. Nicht, dass mich sein Stab trifft. Ach, verdammt, das war das falsche Rohr. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum funktioniert das nicht? Boah, ich habe mich noch gesaved. Okay, nice. Ich muss mir einen neuen Controller kaufen. Der geht, glaube ich, bald kaputt. Jetzt. Okay. Mann, gibt es hier kein Power-Up-Item? Richtig nervig. Ah, okay. Dann mache ich folgendes. Diesmal werde ich nicht hochklettern. Ich springe einfach rüber. So. Okay. Wow. Warte mal. Nur besiegen. Reicht das, wenn ich ihn runterwerfe? Boah, wie komme ich denn da oben an? Das war einfach nur springen. Ja, ich dachte schon. Habe ich ihn besiegt jetzt? Ich habe ihn noch besiegt, Mann. Robo-Koopas. Sag mal. Ist er wieder da? Okay, ich glaube, ich muss ihn wirklich so besiegen.
Also ich muss ihn richtig besiegen. Komm mal mit, Mann, hier. Ein paar Bombs. Ups. Irgendwie so ein komisches Gefühl. Das Level bringen wir noch, glaube ich, zu Ende, oder? Ich meine, ich bin jetzt so weit gekommen. Ach Mist, da gab es ja keine Checkpoint-Fahne. Sag mal, wie krass kann man denn ein Level erstellen, ey? Dass man, wenn man ganz normal am Handeln ist, dann noch auf richtig dumm und blöd getroffen wird. Okay, alles klar. Aber ich muss zugeben, wenn ich das hier einmal hingekriegt habe, fühle ich mich danach sehr gut. Das ist auch wiederum die positive Seite an solchen Leveln. Okay. Nein, pass auf, da warst du so schnell. Da warst du so schnell. Na toll. Okay, die Kugeln reagieren nicht mehr. Sonne, ändere mal bitte deine Position. Kugeln kommt raus. Und jetzt springe ich rüber. Okay, alles klar. Und euch bekämpfe ich. Ich habe sie beide erwischt. Ich mache mir vielleicht dieses Jahr eine Facecam klar. Manchmal weiß ich einfach nicht, was ich sagen soll. Oh, ich wollte gerade springen. Nice, ich wurde gesaved. Komm, das Level will ich schon gerne zu Ende bringen. Ey, ich habe jetzt so krass gelitten. Das muss ich zu Ende bringen. Wie wenn ich mich auf ein Referat vorbereite. So, nein. Das muss ich alles... Das muss ich mir alles merken. Sag mal... Langsam wird das echt hinterhältig. Also, ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Part definitiv... mit der Endlos-Herausforderung nochmal neu anfangen werden. Vielleicht werde ich im nächsten Part schon mit Toad unterwegs sein. Oder mit Toadette. Um ehrlich zu sein, habe ich voll Bock, mit Toadette unterwegs zu sein, weil... Mit Toad war ich jetzt einige Male in Super Mario 3D World unterwegs. Mit Toadette, ich glaube, mit ihr habe ich bisher nicht mal ein einziges Mal gespielt. Ich komme halt auf den Sprite von Toadette richtig gut klar. Hier auf der Switch. Richtig schön. Auch die Farbsättigung. Cool. Rüber. Stampfen. Sehr schön. Und jetzt abhauen. Okay, hier sind Bob-Bombs, ne? Es ist 14.25 Uhr und ich frage mich, was ich so am Abend machen sollte, um mich abzureagieren. Sag mal, das war jetzt der dümmste Treffer in diesem Part. Vielleicht gibt es einen Treffer, der war noch blöder für mich, aber den habe ich schon vergessen. Sag mal, einmal möchte ich das noch hinkriegen, bitte. Und tschüss. Alles nur hinterhältige Leute hier. In diesem Level. Mist, Mann. Komm, wir tun uns schnell noch ein Level an. Definitiv. Ich möchte in diesem Part noch gerne ein Level zu Ende bringen. Auch wenn das nur ein Level ist. Okay, ich denke, den nächsten Part kann ich dann auch so weiterführen. Dann werde ich doch erstmal mit Luigi unterwegs sein. Switch the Switch. On and off Blöcke, oder? On and off Blöcke, oder? Ja, scheint so. Okay, alles klar. Und warten, und warten, und warten, warten. Nice, ist hier was Verstecktes? Ah, ich habe schon nach unten gedrückt. Alles klar, gut. Koopa, ich brauche deine Hilfe, so wie es aussieht. Ach Mist. Oder? Ja, geht klar. Oh, verdammt. Ich dachte, ich kann auch auf dem blauen Block stehen bleiben. Okay, alles klar. Ich glaube, die Konzentration lässt nach. Weil die letzten Level mich demotiviert haben. Aber das ist falsch. Das ist falsch. Kopf hoch, gerade ausschauen. Und weitermachen. That's the spirit. Ich dachte eben, dass ich auf Koopa raufspringen muss, um da oben anzukommen. Aber so wie ich das eben gemacht habe, war schon korrekt. So wie ich das gemacht habe, war das schon korrekt. Ich bin echt blöd. Ich bin jetzt echt blöd seit 6-7 Parts. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass das Level schnell zu Ende gehen könnte.
Dim, 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 bum, bum. Ja, irgendwie muss man ja auch sich selbst unterhalten, damit man keine Monotonie in sich empfindet. Gibt es jetzt das Support überhaupt? Oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Boah. Spring, Junge. Das ist aber heftig. Ach was, Cooper funktioniert immer noch. Und jetzt nicht mehr. Wie, irgendwas passiert jetzt. Wie was versteckt ist? Nein, warum denn? Oh, diese Melodie. So. Okay. Immer schön auf das Geräusch achten. Dididit. Dididit. Boah. Rein theoretisch könnte man hier durchlaufen, oder? Soll ich das ausprobieren? Oder soll ich springen? Oh, verdammt. Das ist voll eklig. Ich weiß nicht, was ich einmal versuchen werde. Ich werde einmal versuchen, durchzusprinten. Ich kann gerade nicht klar denken, ob das logisch ist oder nicht. Und danach versuche ich das halt wieder mit den kurzen Jumps zu tätigen. Okay. Eieiei, was für krasse Level. Was für krasse Level wir in diesem Part wieder gefunden haben. Und wir sind noch im schwierigen Modus. Der sehr schwierige Modus ist ja richtig krass, ey. Ups, 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 ups. Da war ich ein bisschen zu schnell unterwegs. Ja, sehr schön. Okay. So. Here we go again. Wir sind wieder hier. Das ging zu schnell. Da bin ich gerade auf den Blöcken gewesen und schon sind sie auch wieder verschwunden. Naja, so ist das, ne? Ach, Mann, ey. Mach ein bisschen Gymnastik. Sport ist immer gut. Nice. So. Ups. Da bringe ich gewisse Sachen komplett durcheinander. Ich glaube, ich kann echt nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Aber das Level werde ich dennoch zu Ende bringen. Ich kann das jetzt nicht einfach offen stehen lassen. Nee, das geht nicht. Weil dann war ja die komplette Aufnahme komplett umsonst. Dann hätte ich einfach für 10 Sekunden ein Video aufnehmen können. Jo, was geht? Und das war's dann. Spring schnell. Ich weiß echt nicht, was los ist mit meinem Gehirn. Ich glaube, langsam kriege ich Hunger. Ja, ich glaube schon. Immer so bei mir. Wenn ich hungrig bin, geht die Konzentration flöten. Ist aber, glaube ich, normal. Bei dem einen ein bisschen stärker, glaube ich. Ich glaube, ich bin so einer. Oh, ich dachte, ich lasse mich jetzt treffen von Cooper. So, wieder auf ganz entspannt. Aber auch nicht allzu sehr entspannt sein. Schließlich warten die Blöcke ja nicht auf einen. Okay. Ja, das Ganze wird ja auch dadurch erschwert, dass man auch des Öfteren in der kleinen Form ist, ne? Das muss man auch bedenken. Okay. So, aufpassen. Pass auf. So genau, ich versuche mal durchzusprinten. Erst ab dem roten Block. Oder? Ne, erst ab dem blauen Block. Ja, genau. Gar nicht mal so verkehrt. Okay, alles klar. Hier brauchen wir nochmal so einen Coup. Ja. Wobei, okay, das geht auch klar, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Uiuiui. Genau, hier müssen wir sein. Gut. Ich will nicht runterspringen. Ey, da ist eine Checkpoint-Fahne. Sehr schön. Schnell, 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 genau. Das wird sonst gefährlich. Uiuiuiui. Hä? Okay, alles klar. Ich verstehe schon. Hier nochmal warten. Hier einfach stehen bleiben und dann springen.
Och nee. Ich hoffe, das Level können wir zu Ende bringen. Das Video ist jetzt schon viel zu lang geworden. Länger als geplant. Mist. Muss ich anders timen hier. Okay. Genau so. Boah. Nein, verdammt, jetzt bin ich wieder am Anfang. Okay, sobald er kurz davor ist, runterzufallen, kann man sich darum kümmern. Okay, Steinblock reagiert nicht mehr auf mich. Oh, Cooper, mach keine Faxen jetzt. Okay, alles klar. Was? Okay, das hätte ich mir aber auch selbst denken können, so schnell. Beziehungsweise so eng ist ja auch der Raum. Ey, komm schon, das Level will ich wirklich zu Ende bringen in diesem Part. Wenn ich jetzt dieses Level nicht zu Ende bringen kann, dann ist das echt schade um diesen Part. Aber auch für die Zuschauer denke ich mir, ich möchte schon contentmäßig irgendwas liefern. Neben der Qualität. Also die technische Qualität ist mir sehr, sehr wichtig. Aber nicht nur diese eine Qualität. Da gibt es ja auch andere Kriterien, auf die man achten sollte, wenn man möchte. Okay, nice. Da ist schon wieder ein Steinblock. Oh, Donutblöcke. Okay. Nice, er reagiert immer noch. Ui. Hä? 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 Ich hab ab jetzt keine Ahnung mehr. Ach so, okay, doch. Nice, nice. Wunderschön. Ui. Sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Warte mal. Hä? Ah, cool. Ach, ist ja cool. Dann kann mir nichts mehr passieren, ne? Brauche ich aber das Trampolin? Frag mich gerade, ob ich das Trampolin mitnehmen muss. Oder warum sind da zwei Trampoline runtergefallen? Oh, nice. Wir haben das Ziel erreicht. Gott sei Dank. Das war's. Also kann der Part doch enden. Beziehungsweise früher. Ich dachte schon, ich werde jetzt irgendwo bei 36, 37 Minuten sein. Außerdem will ich nach diesem Part direkt einen weiteren Part aufnehmen. Okay, alles klar. Dem Level gebe ich ein Täuschen. Wir beenden einmal das Spiel hier. Ich glaube, ich werde doch einmal den Charakter wechseln. Und bevor ich mit Toad weitermache, möchte ich erstmal mit Toadette weitermachen. Ne? Im nächsten Part sind wir dann mit Toadette unterwegs. Ah, der eine sagt Toadette, der eine sagt Toadette. Ich sag voll auf Toadette, aber ich sag mal Toadette. Ich glaube, das hört sich ein bisschen stylischer an. Danke, dass ihr da wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten Parts wiedersehen. Macht es gut und tschüssi, Leute.